Herzlich willkommen zu Extra 3. Es kann keinen Zweifel mehr geben, meine Damen und Herren. Wir leben in Deutschland in einer Merkel-Diktatur. Ja, ja. Ich meine, Gerichte sorgen dafür, dass Demonstrationen stattfinden dürfen. Ein funktionierender Rechtsstaat, das ist doch der Beweis dafür, dass man in einer Diktatur lebt. Dazu kommt, die Ministerpräsidenten machen gerade, was sie wollen. Ist auch typisch Diktatur. Bodo Ramelow in Thüringen lockert eigenständig. Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg macht auch klar, was er von Merkel hält. Zumindest hält er zurzeit Bund-Länder-Konferenzen, also den Austausch mit Merkel in Sachen Corona, für überflüssig. Und was macht die Kanzlerin? Sie schweigt und kann nichts tun. Da stellt sich doch wirklich die Frage, wie kann eine einzelne Frau so viel Macht haben, meine Damen und Herren? Was ich wirklich interessant finde, Bodo Ramelow scheint ja den Ehrgeiz zu haben, zum deutschen Cheflockerer zu werden, also raus aus den Notstandsverordnungen, keine landesweiten Corona-Beschränkungen mehr in Thüringen, dafür mehr Eigenverantwortung. Thüringen wird das neue Schweden. Klar. Wer die Schlangen vorm IKEA verhindern will, der muss den Leuten einfach wieder erlauben, sich zu dritt durch die Tür zu pressen. Dann klappt das schon. Inzwischen fühlt sich Ramelow ein wenig missverstanden. Er wolle ja gar nicht alle Verbote abschaffen. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Maskenpflicht und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit, das soll schon alles weiter gelten. Also er rudert wieder zurück. Er hatte aber auch verdammt viel Gegenwind bekommen, Bodo Ramelow. Auch aus den eigenen Reihen, muss man sagen. Da hatten sich schon viele gefragt, ist der eigentlich komplett durchgeknattert. Was macht er denn da? Ist das nicht zu riskant? Ja, lockern in Thüringen, einem Land, das schon so klingt wie ein Niesen. Thüringen. Besonders erbost waren die benachbarten Bayern. Ich möchte nicht, dass Bayern noch mal infiziert wird durch eine unvorsichtige Politik, die in Thüringen gemacht wird. Oh, da habe ich ganz kurz gedacht, es könnte jetzt so weitergehen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, eine Mauer. Gegen die Virenschleudern jenseits der Grenze. Immerhin liegen in Thüringen zwei der aktuellen Corona-Hotspots in Deutschland. Einer davon grenzt direkt an Bayern. Es gab aber auch Unterstützung für Ramelow, muss man auch sagen. Zum Beispiel von Christian Lindner. Überraschenderweise. Der hat getwittert, der MP Ramelow liegt richtig. Selten gebe ich jemandem von der Linkspartei recht. Jetzt kann man bei den niedrigen Gesamtzahlen aber den Ausstieg aus dem Lockdown wegen Covid-19 wagen. Unterstützung von der FDP. Spätestens da muss Ramelow klar gewesen sein, dass er einen Fehler gemacht hat. Und auch Lindner hat seinen Fehler eingesehen. Er hat den Tweet kurze Zeit später wieder gelöscht. Ich meine, man konnte ja diese Woche sehr eindrucksvoll erleben, was passiert, wenn man zu sehr lockert. Zumindest, wenn die Menschen zu leichtsinnig werden aufgrund der Lockerung. Zum Beispiel in Ostfriesland. Ein Restaurant in Leer hat ja mal eben den Infektionsherd angeschmissen. Bei einem Probelauf haben sich mindestens 23 Menschen angesteckt. Warum? Das kann sich der Koch nicht erklären. An seiner Maske kann es nicht gelegen haben. Also ich kann definitiv sagen, dass wir uns dran gehalten haben. Wir haben die Abstände gewahrt für die Gäste mit den Tischen. Wir haben die Listen ausgelegt für die Leute, die gekommen sind. Es haben sich alle eingetragen, Vorschriften. Es stehen überall Desinfektionsmittel aus. Nicht genau wie hier beim Imbiss. Also alles, was wir einhalten sollten, haben wir auch getan. Ja, also mehr Vorsicht geht nun wirklich nicht. Der zweite größere Ausbruch war einem Gottesdienst zu verdanken. In einer Baptistengemeinde in Frankfurt haben sich über 100 Menschen infiziert. Am Samstag ist man noch von 40 ausgegangen. Wie viele es noch werden, weiß man nicht. Es kommt mir ein bisschen vor wie in der Bibel, diese Geschichte von der wundersamen Brotvermehrung. Da haben auch 5 Brote und 2 Fische für sehr, sehr viele Menschen gereicht. Über die Gründe kann man auch nur spekulieren. So steht es auf der Homepage der betroffenen Gemeinde. Im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht, beim Gottesdienst Mund-Nasen-Schutzbedeckungen zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten. Ja, aber wer hätte das wissen können? Dazu hätte es wohl eine göttliche Eingebung gebraucht. Oder man hätte sich das Hygienekonzept der evangelischen Kirchen in Hessen durchlesen müssen. Oder das Vaterunser. Da heißt es ja auch Vaterunser im Himmel. Also, der hält auch Abstand. Es sind verrückte Zeiten und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben viel Absurdes erlebt in den vergangenen Wochen. Zeit für unsere neue Rubrik, der reale Corona-Irrsinn. Der reale Corona-Irrsinn. Das ist Susanne Hagelstein. Hallo. Sie ist vom Gesundheitsamt Rheinisch-Bergischer Kreis angerufen worden und musste sofort in häusliche Corona-Quarantäne. Denn 10 Tage zuvor sei ich in Kontakt gewesen
mit einer infizierten Person. Und ich dürfte das Haus nicht mehr verlassen. So ist das halt mit Quarantäne. Funktioniert am besten alleine. Ich wohne nicht alleine. Ich wohne zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter. Und selbstverständlich habe ich gefragt, ob die Quarantäne für die zwei auch gilt. Aber nein, für die zwei galt die Quarantäne nicht. Ja, nun stellen Sie mal nicht so dumme Fragen, Frau. Ansteckungsketten im Haushalt lassen sich ganz einfach vermeiden, indem man die Ratschläge zur Eindämmung befolgt. Das Gesundheitsamt meinte, ich solle doch die Mahlzeiten im Schlafzimmer einnehmen, während meine Familie im Esszimmer ist. Na bitte, dann isst doch jeder in bester Ordnung. Kartoffeln, Kissen, aber bitte Corona-Style. Goodbye Daheimgehocke, hello Lufthansa. Endlich wieder fliegen und zwar garantiert Corona-frei. So dachte zumindest Claudia Bergmann-Köster bei ihrer Dienstreise von Hamburg nach München. Es wird sehr genau bereits bei Betreten des Flughafengebäudes darauf geachtet, den Abstand einzuhalten. Am Gate selber sind die Plätze zum großen Teil gesperrt, damit man nicht nebeneinander sitzt. Der Abstand wird bis zur Treppe in den Flieger eingehalten. Sieht doch super aus. Voll Social Distancing, Fasten Seatbelts und ab in die Höhe. Das ist der tiefe Fall, den man da erlebt, weil man die Flieger im Grunde voll sind wie Urlaubsflieger, also voller als normal. Wozu macht man das alles außerhalb des Fliegers, wenn da drin man sich zusammendrängt wie in der Sardinenbüchse, wie man es sonst nicht mehr in der eigenen Familie macht im Moment? Abstandspflicht gilt hier im Covid-19-Bomber zwar nicht, aber dafür hat man endlich wieder ein Gemeinschaftsgefühl. Man glaubt es kaum, doch dieser Mann hat etwas über Handarbeiten zu vermelden. Ich habe einen Artikel in der Zeitung gefunden mit der Überschrift, wie Masken richtig schützen. Und diese gehäkelten Masken halte ich für zumindest fragwürdig, wenn nicht sogar absurd. Wie engmaschig. Luft braucht jeder. Zurück bei Hagelsteins. Ich habe dann einen Brief bekommen, in dem diese amtliche Quarantäne verfügt wurde und in dem Verhaltensmaßregeln aufgelistet waren, aber eben auch, welche Strafen mir drohen, wenn ich mich nicht daran halten würde. Und wo ist nun das Problem? Ja, aber meine Quarantäne war schon eine ganze Woche vorbei. Ach so. Danke, Linda Luft. Es ist eine Rubrik, die wir gerne fortführen wollen. Also wenn Sie absurde Geschichten erlebt haben, lassen Sie uns daran teilhaben. Über diesen Link hier unten können Sie uns direkt Ihre Videos schicken. Es ist ja schon viel gelockert worden, muss man sagen. Läden sind geöffnet, Restaurants, Betriebe, Kneipen, Kirchen, Möbelhäuser, Autohäuser, Kaufhäuser, ganz Thüringen. Jetzt geht es langsam auch an die Öffnungen der Kitas. Ziemlich spät, aber da muss man sagen, da sind die Eltern auch ein bisschen selber schuld. Was sind die beliebtesten deutschen Vornamen zurzeit? Emilia und Elias. So hat man als Kind natürlich keine Stimme. Wenn die Politik einen wahrnehmen soll, dann muss man schon den Kindern andere Vornamen geben. Lufthansa zum Beispiel oder Adidas. Dann funktioniert das. Was meinen Sie, wie schnell die Kitas aufmachen würden, wenn man sagen würde, Lufthansa, nimm den Schnuller aus dem Mund und ruf mal Tante Merkel an. Sie soll sich um die Kitas kümmern. Und Adidas sagt dem Onkel Altmaier, er soll uns einen Milliardenkredit vorbeibringen und noch 4 Pizza Fungi. Was meinen Sie, wie gut das funktionieren würde? Kinder und Eltern leiden sehr unter der aktuellen Situation. Die Familien hängen seit Wochen aufeinander. Es tut einem auch in der Seele weh, muss ich sagen, wenn der 5-Jährige aus dem Fenster guckt und sagt, Papa, kann ich draußen mit meinen Freunden Fußball spielen? Und man muss sagen, nein, du bist noch nicht gut genug für die Bundesliga. Bundesliga ist ja möglich, dadurch, dass die Spieler immer getestet werden. Jetzt könnte man sagen, warum testet man nicht auch die Kinder regelmäßig, damit sie in die Kita gehen können? Aber das würde ja bedeuten, dass Kinder wichtiger sind als Fußball. Und so weit will in Deutschland keiner gehen. Oder wir haben es eben gesehen, man kann auch wieder in engen Flugzeugen sitzen und fliegen. Vielleicht sollte man Kitas in Flugzeugen einrichten. Einmal mit TUI von Hamburg nach Malle und zurück ist ein Kita-Tag. Aber Kinder haben natürlich keine Lobby, das ist ein Problem. Eltern machen nicht so lautstark Remi-Demi wie die Lufthansa oder die Autoindustrie. Und ich habe das Gefühl, die Einzige in Deutschland, die wirklich weiß, was Familien weiterhelfen würde, das ist meines Erachtens Anne Will. 300 Millionen Euro Familienbonus pro Kind. Ja, damit kann man arbeiten. Das war ein Versprecher.
Mist, ich habe die Hälfte schon ausgegeben. Also 300 Euro pro Kind, nur pro 300 pro, okay, pro Kind 300 Euro sind im Gespräch, damit die Eltern stillhalten. Aber die machen ja eh keine großen Demos. Die Eltern, die würden gerne, aber die meisten sind einfach zu müde. Und es passt auch keiner in der Zeit auf die Kinder auf. Immerhin hatten ja Politik und Behörden 3 Monate Zeit, um ausgefeilte Sicherheits- und Hygienekonzepte zu entwickeln. Die haben wahrscheinlich nichts anderes gemacht. Ich denke, die haben den ganzen Tag nur gerödelt und nachts auch, ja, um den Eltern eine Perspektive zu bieten. Wie sieht es aus? Nordrhein-Westfalen sieht es so aus, 8. Juni. Ja, 8. Juni ist der Stichtag in Nordrhein-Westfalen. Da wollen die mit eingeschränktem Regelbetrieb wieder anfangen in den Kitas. Niedersachsen legt auch Anfang Juni los mit 50% Auslastung. Also ein halbes Kind kann man schon mal hinschicken. In Hamburg wird es auf jeden Fall Ende Juni erst soweit sein, dass auch die 3-Jährigen wieder in die Kita dürfen und dann im Juli auch die Krippenkinder. Baden-Württemberg hingegen will bis Ende Juni schon zum Regelbetrieb zurückgekehrt sein. Das ist in Niedersachsen wohl erst ab dem 1. August der Fall. Alles klar soweit? Ich denke schon. Also dann würde ich das jetzt ändern und in einer halben Stunde... Nein, nicht die anderen Kinder mit Sand beschmeißen. Und was stinkt hier eigentlich? So hast du dir schon wieder in die Hose gemacht. Nein, Chef, nicht Sie. Hallo, Sie sind berufstätige Mutter von 2 Kita-Kindern und haben komplett den Überblick verloren, wann oder ob Ihre Kinder wieder in die Kita dürfen? Ja. Keine Sorge, uns vom Bund und von den Ländern geht es genauso. Also sind Sie da in guter Gesellschaft. Ach, da bin ich ja beruhigt. Aber ist es nicht ein Problem, dass nicht mal unsere Kita weiß, wie es weitergehen soll? Naja, wie schon Sokrates sagte, nicht zu wissen, wie es weitergeht, ist ja immer noch besser als zu wissen, dass es nicht weitergeht. Oder war das von Beethoven? Egal. Ja gut, aber könnten Sie sich nicht vielleicht mal darum kümmern? Na klar, wir haben jetzt extra die Lohnfortzahlung für Eltern verlängert. Da können Sie sich rund um die Uhr um Ihre Kleinen kümmern und werden dafür sogar noch bezahlt. So, na dann kann das mit der Kita-Öffnung ja noch warten. Wobei es für die Kinder ja schon ganz sinnvoll wäre, mal wieder in die Kita zu gehen. Ich habe das Gefühl, unsere 20 Quadratmeter Wohnung bekommt denen nicht so gut. Ach, Ihre Kleinen müssen ja gerade keinen Abschluss machen oder wichtige Prüfungen schreiben. Da ist das alles halb so wild. Ansonsten gehen Sie mit Ihren Kindern zur Abwechslung mal ein Bier trinken. Oder ins Museum. Zum Friseur. Oder zum Bauchbeine-Pro ins Fitnessstudio. Oder Sie schauen sich in der Kneipe ein Bundesligaspiel an. Da lernen Ihre Kleinen auch gleich noch was zum Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln. Was meinen Sie, was wir uns da ins Zeug gelegt haben, um die ganzen Konzepte zu prüfen? Aber warum gibt es diese Konzepte dann nicht auch für die Kitas? Hallo? Entschuldigung, haben Sie gerade auch diese Stimme gehört? Wir vom Bund und den Ländern sagen Ja zur Kita-Öffnung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Kita-Leitung, Ihre Wahrsagerin, aber bitte nicht uns. Ein Film von Tobias Döll. Es heißt ja immer, die Corona-Krise trifft uns alle. Aber wenn man ehrlich ist, trifft sie manche doch mehr als andere. Frauen zum Beispiel. Mal ein paar Zahlen zum Ist-Zustand bei uns. Frauen bekommen 53% weniger Rente als Männer. Nach Corona wird das noch schlechter aussehen. Frauen leisten täglich, auch ohne Krise, und zusätzlich zum Job 87 Minuten mehr Sorgearbeit zu Hause. 87 Minuten mehr Sorgearbeit. Okay. Was bei diesen Zahlen natürlich nie berücksichtigt wird, ob die Männer das nicht doch auch gemacht hätten. Halt, irgendwann, später. Und zumindest Markus Söder hat den Eindruck, es läuft doch insgesamt schon ganz gut. Also Homeoffice bedeutet ja nicht Heim an den Herd. Homeoffice ist eine Form von Work-Life-Balance auch möglicherweise. Möglicherweise, ja. Für viele Männer ganz bestimmt. Die sitzen zu Hause am Rechner und kommen dann zur Familie, wenn es Essen gibt. Dann heißt die Kantine jetzt eben Sabine. Also man kann sich dran gewöhnen, klar. Man muss sich umstellen, aber es geht. Es gibt auch engagierte Väter, natürlich, keine Frage. Aber auch Markus Söder muss zugeben, wenn er ehrlich ist, in Krisenzeiten... Da verstärken sich immer die vorhandenen Strukturen. Und es ist eben doch so, dass die Frau oft weniger verdient. Sich mehr um den Haushalt kümmert, mehr um die Kinder kümmert und von wenig Geld durch Kurzarbeit noch weniger Geld übrig bleibt. Mehr noch, von den 1,5 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland sind über 90% Frauen. Experten befürchten nicht umsonst, dass diese Krise zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen führt. Nach dem Motto, das bisschen Krise macht sich von allein. Sagt mein Mann. Also Frauen schränken sich enorm ein.
in dieser Zeit. Männer auch, natürlich, ich weiß, was für Zuschriften kommen. Auch Männer haben viele Einschränkungen zu ertragen, keine Frage. Und Bundesliga ohne Fans, das ist auch hart. Zum Thema Frauen in der Corona-Krise jetzt ein Extra-3-Extra mit Janine Ullmann. Willkommen zu Extra 3 Extra. Aktuelle Studien zeigen, Frauen trifft die Corona-Krise besonders hart. Über 20% der berufstätigen Frauen stecken im Job zurück, um die Familienbetreuung zu übernehmen. Die Studie zeigt auch, 0% dieser Frauen sind Väter. Moment, ich höre gerade. Oh ja, also wir haben eine Einmeldung. Bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus steht die Virologin Dr. Christine Fischer kurz vor dem Durchbruch. Wir haben sie jetzt live hier bei uns im Videochat. Frau Dr. Fischer. Butter. Ich hab die Butter vergessen. Oh Mist. So geht das doch nicht. Rufen Sie mich bitte später noch mal an, ja? Ja, wir bleiben da natürlich dran und probieren es gleich noch mal bei ihr und schalten derweil zum Soziologen Robin Klugmann. Herr Klugmann, was bedeutet die Arbeit von Frau Dr. Fischer für uns als Gesellschaft? Ja, also was Frau Fischer da angekündigt hat, das grenzt für mich an ein Wunder. Die Frage ist ja, wann will sie das schaffen? Sie ist ja Mutter, Schwiegertochter, Enkeltochter, Tante, bessere Hälfte natürlich. Sie ist also quasi eine Frau. Ja, danke für diese Einordnung. Wir schalten jetzt zu dem Forschungsinstitut, an dem Frau Dr. Fischer kurz vor der Fertigstellung des Impfstoffs steht. Was sagen Ihre Kolleginnen dazu? Ich bin Ihr Chef. Wie es sich anfühlt, ein Held zu sein, ach, habe ich doch gern gemacht. Ja, ich habe damals die Frau Dings eingestellt. Ich hatte schon immer ein gutes Näschen für Spitzenleute. Ja, und wo genau arbeitet Frau Dr. Fischer denn jetzt im Moment? Na, was glauben Sie denn? Im Homeoffice natürlich. Wer soll denn sonst auf die Kinder aufpassen? Der Hund? Wir haben jetzt wieder Frau Dr. Fischer aus ihrem Homeoffice in der Leitung, hoffentlich mit Neuigkeiten. Frau Dr. Fischer, wann können wir denn mit Ihren Ergebnissen rechnen? Puh, das ist echt verzwickt. Also so schnell kriege ich das jetzt hier nicht gelöst. Dabei muss mein Sohn die Matheaufgabe bis morgen früh abgeben. Ach, Sie meinen den Impfstoff? Ja, dafür brauche ich nur noch eine gute halbe Stunde, wenn ich mal Zeit habe. Jetzt muss ich meiner Schwiegermutter erstmal das Rheumabad einlassen. Dann muss ich noch die weiße Kochwäsche machen. Dann muss ich noch einkaufen. Dann. Oh, dieser! Muss ich noch meinem Mann die Karriere ermöglichen? Welches Jahr haben wir gerade? 2020, glaube ich zumindest. Zum Schluss haben wir aber noch gute Nachrichten. Christine Fischers Chef, also der Leiter des Instituts für Impfstoffentwicklung, hat wohl eine Lösung für die Probleme der berufstätigen Mutter gefunden. Herr Großklotz, sorgen Sie jetzt für ein höheres Gehalt und für die Betreuung der Kinder? Nein, viel besser. Damit Frau Fischer sich jetzt endlich voll und ganz ihren wichtigen Aufgaben widmen kann, haben wir sie entlassen. Ja, was für ein Glück für Frau Dr. Fischer. Das war Extra 3 Extra und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine Ullmann. Und weitere Meldungen der Woche jetzt in Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Vorsicht, jetzt tut's kurz VW. VW muss blechen. Autsch, wieso das? 5 Jahre nach dem Abgasskandal hat der Bundesgerichtshof ein vernichtendes Urteil über VW gefällt. Käufer manipulierter Dieselautos haben grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Ach, haben die Käufer jetzt doch einen Schaden? 4,5 Jahre hat VW abgestritten, dass die Kunden überhaupt einen Schaden haben. Naja, die VW-Anwältin hatte höchstens leichte Zweifel. Es ist mehr als zweifelhaft, ob Verbraucher überhaupt einen Schaden erlitten haben. Es gibt keinen Schaden. Doch, jetzt gibt es sogar zwei, den Schaden der Käufer.
und den Mega-Image-Dachschaden des Konzerns. Der hat laut Gericht systematisch arglistig getäuscht. Sittenwidriges Verhalten, besonders verwerflich gehandelt. Das endlich mal festzuhalten, kann ja nicht schaden. Oh, fürchtet euch nicht, liebe Brasilianer, denn euch führt der bescheidene Bolsonaro durch die Corona-Krise. Er ist so sparsam, er spart sich noch den letzten Abstand zu Kindern. Ungeachtet dessen schüttelt Bolsonaro weiter die Hände seiner Anhänger. Er nimmt sich halt nicht so wichtig und findet Corona sei nur ein Grippchen, eine Fantasie. Und selbst wenn man ihn nach den vielen Corona-Toten fragt, bleibt Bolsonaro ein Mann voller Bescheidenheit. Na und? Mein Zweitname ist zwar Messias, aber ich vollbringe keine Wunder. Und dein Drittname ist Hase und du weißt von nix. War sonst noch was? Ach ja, neues Logo bei der CDU Berlin. Das ist ja... Auf jeden Fall unverwechselbar. Das ist die neue CDU Berlin. Das ist die Optik der neuen CDU Berlin. Und das ist die Optik der Pornoseite Pornhub. Mensch, CDU, die Farbkombi voll unverwechselbar. Oder macht ihr extra auf Porno? Wir sind frech, ja, wir sind auch manchmal hart. Ach, das wollten wir so gar nicht wissen. Abgehakt von Sine Wiegers. Gestern war der deutsche Diversity-Tag, der Tag, an dem die Vielfalt der Lebensformen gefeiert werden soll, dass einfach jeder Mensch einzigartig ist. Jeden Menschen gibt es ja mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter exakt einmal auf der Welt. Und das ist für mich manchmal auch ein tröstlicher Gedanke, wenn ich zum Beispiel mal wieder Heidi Klum im Fernsehen sehe. Aber wir leben ja gerade in einer Zeit des Social Distancing. Man distanziert sich voneinander. Und man sollte vielleicht mal sagen, dass es dieses Social Distancing auch ohne Corona gibt. Es gibt Bevölkerungsgruppen, die kennen das nicht anders, als dass sich andere von ihnen distanzieren. Weil sie eben nicht so sind wie die anderen. Ich meine Behinderte, Frauen mit Kopftuch, MigrantInnen, Transgender-Menschen. Das ist so ein Thema zum Beispiel, das kann man immer noch schön weglachen. Transgender, haha, lustig, dritte Toilette. Und auch was Vorurteile gegen Schwule und Lesben angeht. Gut, wir mögen da in Deutschland fortschrittlicher sein als in anderen Ländern. Aber es gibt zum Beispiel bis heute keine offenen Homosexuellen in Fußball oder Formel 1. Scheint also immer noch ein Problem zu sein. Auch im Kinderfernsehen sind homosexuelle Moderatoren nicht unbedingt willkommen. Dieser Moderator hier war beim Casting für eine Kindersendung und er war der einzige Mann in der letzten Runde. Und die haben auch einen Mann gesucht. Er war der Letzte, hat den Job aber dann doch nicht gekriegt und sich gefragt, warum. Und später hat eine Redakteurin mir durch die Blume gesagt, es lag daran, dass der Senderchef nicht wollte, dass man einen Beschwerdegrund schon einstellt, indem man Eltern eine Möglichkeit gibt, ja, ein Problem mit dem Moderator zu haben, weil er eventuell nicht neben einer Frau morgens aufwacht. Da, so weit sind wir dann eben doch noch nicht. Bis heute dürfen Schwule in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie 12 Monate lang keinen Sex hatten. Was ist das denn? Wahrscheinlich wurde deswegen die Ehe für alle eingeführt. Ja? Oder das Denkmal für die ermordeten Homosexuellen im Dritten Reich im Berlin-Tiergarten wird immer wieder geschändet. Viele sagen, das steht auch an einer ganz schlechten Stelle. Aber auch Homosexuelle selbst sind in Berlin immer häufiger Angriffen ausgesetzt. Wahrscheinlich stehen die auch einfach an einer ganz schlechten Stelle. Und überhaupt, ich meine, man darf ja lieben, wen man will, aber muss es unbedingt so öffentlich sein? Tim Jensen und Sven Köpke sind das beste schwule Paar Deutschlands. Diesen Erfolg haben sie vor allem einem Mann zu verdanken, ihrem Coach Johannes Schlüter. Er hat ihnen beigebracht, sich möglichst unauffällig und heterokompatibel zu verhalten. Ja, Schwule und Lesben sollen natürlich die gleichen Rechte haben wie wir normalen Menschen auch, ist doch klar. Aber ich sag mal, man muss den Regenbogen nicht gleich überspannen, ne? Also müssen meine kleinen Popo-Hoppelhasen ein bisschen Rücksicht nehmen auf die nicht-schwulen Menschen, also auf alle. Denn viele Deutsche kommen mit offen gelebter Homosexualität immer noch nicht zurecht. Wenn Männer sich küssen, es ist für uns ekelerregend. Und deshalb hat uns Herr Schlüter empfohlen, uns nicht mehr zu küssen. Genau, und es funktioniert ja auch. Die Leute in Deutschland sind seitdem total schwulenfreundlich. Wie sieht's bei dir aus? Also, wenn mein Sohn zu mir kommen würde und sagen würde, Papa, ich bin schwul, ich würde schon erstmal eine Backpfeife geben, aber nur so eine leichte. Nur eine leichte, siehste, da hat sich schon echt viel getan. Schlüter bietet seinen Schützlingen praktische Hetero-Tipps für jede Lebenslage. Ole!
Ja, ich sag immer, rücksichtsvolle Homosexualität muss ja keinen einschränken. Ich meine, die beiden, die können ja hier schwul wie die Pinguine ins Kino gehen, kein Problem. Aber jetzt darf vielleicht halt nicht mit Händchen halten, ne? Oder so Arm um die Schultern legen oder direkt nebeneinander sitzen oder ins gleiche Kino gehen und dann am gleichen Tag oder so. Also, nee, du, also Timmy geht am Freitag in Batman und Sven geht am Samstag in Star Wars und fertig ist die Bratwurst. Damit Köpke und Jensen ihren Titel als bestes schwules Paar Deutschlands auch im nächsten Jahr verteidigen können, hat sich Schlüter etwas ganz Besonderes für sie ausgedacht. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ihr beiden heiratet. Doch jetzt? Ja, genau. Und zwar der Sven heiratet die Steffi und du heiratest die Susanne. Und am besten die Gabi gleich mit dazu, weil zwei Frauen heiraten ist doppelt so hetero. Johannes Schlüter. Ein Mann zeigt Schwulen den richtigen Weg. Ein Film von Dennis Kaub und Jesko Friedrich. Die AfD ist gerade in einer misslichen Lage. Irgendwie wäre es ja verlockend für die Partei, die ganzen Verschwörungsschwurbler mit ins Boot zu holen. Ja, andererseits gibt es da vielleicht auch Probleme. Xavier Naidoo hat Migrationshintergrund. Ah, also die Partei ist irgendwie gegen Gängelung durch Hygienemaßnahmen einerseits. Andererseits haben sich einige auch schon vor der Pandemie mit einer Armlänge Abstand begrüßt. Also es ist kompliziert. Im Moment macht die AfD folgendermaßen. Sie ist bei den Demos mit dabei, hält aber vorsichtshalber nur die Forderungen hoch, auf die sich alle einigen können. Also Meinungsfreiheit. Ja, ja, da hat sie wohl recht, die Frau von Storch. Es gibt gerade viel Unruhe in der Partei. Die Umfragewerte sind die schlechtesten seit 2017. Der Parteivorstand unter Führung von Jörg Meuthen hat ja Rechtsaußen Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen. Kalbitz hatte nicht genug Abstand zu rechtsextremen Kreisen. Er hat verstoßen gegen das Nationalsozial-Distancing-Gebot. Er hat den Mindestabstand von 33 bis 45 Zentimetern nicht eingehalten. Kalbitz hat ja bei seinem Aufnahmeantrag verschwiegen, dass er an einem Treffen der Neonazi-Organisation Heimattreue Deutsche Jugend teilgenommen hat. Gauland und Höcke und die ostdeutschen AfD-Verbände sind aber gegen seinen Ausschluss. Kalbitz darf sogar Chef der Fraktion in Brandenburg bleiben, auch wenn er nicht mehr in der Partei ist. Also, er ist noch nicht weg und er hat Chancen, dass der Entzug der Mitgliedschaft ungültig ist. Spannende Wochen für die AfD. Die AfD tönende Wochenschau. Kämpferische Wochen liegen hinter der AfD. Mit vereinten Kräften konnte eine Schmutzkampagne der missgünstigen Systemmedien gegen unseren getreuen Parteifreund Andreas Kalbitz pariert werden. Kalbitz soll Mitglied der rechtsextremen, heimattreuen deutschen Jugend gewesen sein. Eine wahrlich linke Nummer. Dabei ist der Andi doch nur einmal im Zeltlager der HDJ mit zu engen Lederhosen über die Wiese geflitzt. Dies beweist bestenfalls, dass er Rechtsträger, aber noch lange kein Rechtsextremer ist. Der getreue Andi hat lediglich vor überschäumender Freude beim Parteieintritt versäumt, derlei Freizeitaktivitäten aus brauner Vorzeit zu melden. Das muss bei einer Aufnahme in die Partei angegeben werden. Und das hat Herr Kalbitz wissentlich unterlassen. Herrje, ein gestrenger Parteivater wie unser Herr Meuthen konnte da freilich keine Nachsicht walten lassen und ließ Kalbitz aus der Partei entfernen. Weil das mit einer AfD-Mitgliedschaft unvereinbar ist, sei Kalbitz offiziell nie AfD-Mitglied gewesen. Nur wäre der treue Andi nicht der treue Andi, würde er nicht weiterhin der einzig wahren Richtung treu bleiben. Ich werde jetzt erstmal auf dem Rechtsweg sehen, welchen Bestand diese Entscheidung überhaupt hat. Der Rechtsweg, jawohl. Welcher doch sonst mit diesem schnittigen Aussehen? Einfach himmlerisch. Da überrascht es nicht, dass unsere tapferen Buben aus Kalbitz Heimat, Gau Brandenburg, dem Andi auch weiterhin die Treue schworen. 2,5 Stunden brauchten die AfD-Abgeordneten, eben mal die Geschäftsordnung zu ändern, um Kalbitz zurückholen zu können. So ist recht, denn kleine Missgeschicke wie ein falsch ausgefüllter Aufnahmeantrag wiegen nur halb so schwer, wenn sie sich nicht beweisen lassen. Der Aufnahmeantrag aber soll nicht mehr auffindbar sein. Damit fehlt ein entscheidender Beweis. Na bitte, so wurde ein weiterer durchtriebener Angriff auf die Partei erfolgreich vereitelt. In der AfD herrscht nach wie vor Einigkeit, Harmonie und allzeit gute Laune.
Lustig. Und wie? Das war die AfD Tönende Wochenschau. Ein Film von Tim Grunendahl und Sebastian Ried. Das war Extra 3. Jetzt kommt das Medienmagazin Zapp. Bis nächsten Mittwoch.